zeige dir jetzt drei Übungen, die wichtig sind nach einem Kreuzbandriss, die zu üben, bevor man wieder in den Sport einsteigt. Krafttraining ist natürlich Voraussetzung, dass du erstmal deine Kraft trainierst. Eine wesentliche Übung dabei ist zum Beispiel das einbeinige Hinsetzen. Generell sind die einbeinigen Übungen später natürlich wichtiger als beidbeinige Übungen, weil man so besser den Seitenunterschied sieht, ob das verletzte oder das betroffene Bein auch schon genauso viel Kraft generieren kann wie die gesunde Seite. Also setz dich einbeinig auf einen Stuhl oder einen Hocker, wo ungefähr Gesäß auf Kniehöhe ist. Also dass du ungefähr 90 Grad Beugung auch hast im Knie. Und führe diese Bewegung 6 bis 8 Mal aus, gerne auch schon mit Gewicht, mit Zusatzgewicht. Ja, und schau eben, ob du das auf beiden Seiten ungefähr gleich gut hinbekommst. Wenn du das kannst, dann bist du oder hast schon mal sehr gute Voraussetzungen dafür, auch Sprünge zu trainieren, Richtungswechsel zu trainieren, weil das eigentlich in jeder Sportart relevant ist. Auch hier gerne wieder einbeinig, also schau dir erstmal deinen einbeinigen Sprung an. Geh etwas in die Kniebeuge, hol Schwung und versuch den Sprung wieder zu landen. Achte dabei darauf, dass deine Beinachse gut ist, dass die Beckenachse gut ist und du die Landung auch wirklich 2-3 Sekunden halten kannst. Das heißt, dass du nicht da umfällst, sondern dass du wirklich die Kraft hast und die Stabilisation hast, diese Position nach der Landung auch wieder einzuhalten. Mach es auf beiden Seiten. Du wirst vielleicht noch einen Seitenunterschied spüren in der Höhe, in der Sprungkraft. Das ist erstmal nicht schlimm, deswegen musst du es ja üben. Auch hier feste Landung, halte das 2-3 Sekunden und mach so 3, 4, 5 Wiederholungen. Ganz wichtig sind auch die seitlichen Sprünge. Von einem Fuß nach innen springen und da wieder landen. Gar nicht so einfach. Gerade weil hier oft das Trauma, wie vielleicht so ein Kreuzbandriss auch zustande gekommen ist, sich widerspiegelt. Oft ist es ja so, dass das Knie nach innen reingeknickt ist, sich nach innen ein bisschen verdreht hat. Und dieser seitliche Sprung durch diesen Schub, den wir in die Richtung haben, will das Knie auch eher immer da in die Richtung gehen. Das heißt, du musst lernen, das zu stabilisieren. Dabei ist wichtig, das Becken gerade zu halten, hier nicht aufzudrehen und da nicht reinzuknicken. Übe das gerne vom Spiegel, nimm dich selbst auf, schau, wie deine Beinachse ist beim Absprung und bei der Landung, dass du beim Absprung nicht reinknickst und auch nicht bei der Landung reinknickst. Was du noch üben musst, sind Richtungswechsel. Ja, in jeder Sportart musst du abbremsen, dich drehen, in eine andere Richtung weiterlaufen oder ähnliche Bewegungen machen. Übe das also vorher. Schau, dass du das wirklich auch kannst, ohne dass du dabei mit dem Knie wegknickst. Das heißt, wir üben gerne das mit Shuffle-Schritten zur Seite und schnell wieder in die andere Richtung. Und steh. Dieser Schritt, dieser Cut-Schritt nennen wir das, der Richtungswechselschritt, der ist wichtig, dass du den schnell ausführen kannst, ohne dass du einknickst im Knie und dein Oberkörper wegknickt, sondern dass du das schnell mit viel Spannung schaffst. Genau. Das kannst du gerne mal üben und austesten, ob du es schon schaffst. Die Übungen, die ich dir gezeigt habe, sind natürlich generalisiert. Wenn du für dein Problem und für deine Verletzung zugeschnittene Übungen haben möchtest, dann trag dich gerne zu einem Beratungsgespräch ein. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Das Springen nach einer Knieverletzung wieder zu erlernen, ist meist nicht ganz einfach. Oft ist es eine Überwindung, sich erstmal wieder daran zu testen, mit dem verletzten Bein, mit dem operierten Bein zu springen und aber auch eine Kraftsache. Beziehungsweise wir schauen auch auf die Technik. Springen konntest du wahrscheinlich vorher, bevor du dich verletzt hast, aber wahrscheinlich hat nie einer geschaut, wie du gesprungen bist. Was muss beachtet werden beim Springen? Was sind Voraussetzungen? Erst natürlich brauchst du die Kraft, dich aus dem Oberschenkel rauszudrücken und die Kraft in den Waden, um dich aus den Füßen rauszudrücken. Das musst du vorher erstmal trainieren, einbeinig auch, damit du die Kraft hast, um springen zu können. Du brauchst auch eine gute Beweglichkeit. Du musst in die Streckung kommen können vom Knie, damit du dich eben gut rausdrücken kannst. Das sind Voraussetzungen. Dann ist es wichtig, dass du viel über die Hüfte arbeitest. Das heißt, dass wenn du abspringst, dich aus dem Gesäß rausdrückst. Du nimmst also die Kniebeugeposition ein und der Sprung geht jetzt
los, indem du die Hüfte streckst, das Knie streckst und dich dann aus dem Fuß nach oben drückst. Also von hier hinten, hier wieder rein. Genauso sieht auch die Landung aus. Beim Absprung, wie gesagt, aus der Hüfte raus, in die Kniestreckung, aus dem Fuß raus. Dabei ist wirklich wichtig, dass du in die Kniestreckung kommst, damit du dich gut rausdrücken kannst. Sonst benutzt du das Bein nicht adäquat und irgendwann wird es zu Problemen kommen. Und genau das Gleiche gilt für die Landung. Abrollen über den Fuß, Gesäß nach hinten schieben. Dadurch kommt die Kniebeugung zustande und die Schultern musst du nach vorne nehmen. Das heißt, wir wollen nicht, dass du so landest, also über die Knie, über den Knievorschub die Kraft abbremst, sondern das Ganze über das Gesäß abbremst. Das ist wesentlich knieschonender. Ja, also von hier hinten nach oben, Gesäß nach hinten schieben, Schultern sind am Ende vor dem Knie, damit du nicht nach hinten umfällst. Und die Knie schiebst du nicht vor die Füße. Ja, also die bleiben so, dass du so ungefähr noch deine Zehenspitzen sehen könntest. Ja, darauf kannst du mal achten und übe das, damit es besser wird. Springen klingt so einfach, doch nach einer Knieverletzung ist es gar nicht so einfach, da wieder reinzukommen. Ich habe mir nach meiner ersten Kreuzband-OP beim Springen erneut das Kreuzband gerissen. Wenn dich die Story interessiert, guck dir gerne das nächste Video an.